Der Jörg aus Schwerin hat mir dieses Messer geschenkt und hat ein eigenes Messerkonzept entwickelt. Einfach so zum Spaß, nicht kommerziell, einfach zum Spaß, und hat mir das geschenkt und hat gesagt, Reini, teste das mal durch. Was hältst du von diesem Survival-Messerkonzept? Und wenn dich interessiert, was ich davon halte und was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Der Jörg aus Schwerin hat mir dieses Messer hier geschenkt. Und zwar, das Packerl ist angekommen, ich habe von nichts Ahnung gehabt, mach auf einmal ist das Messer drinnen. Ein netter Brief, den ich jetzt ganz kurz noch zitiere, und da steht halt dabei, ich darf mir das Messer behalten. Und das ist das zweite Messer, das der Jörg gemacht hat, handgemacht, selbstverständlich. Ja? Der Stahl, das ist ein Kohlenstoffstahl, er hat geschrieben CK75, was auch immer das ist. Aber natürlich Kohlenstoff, also ein Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil, rostet natürlich, lässt sich aber auch wunderbar nachschärfen. Er hat hier so eine orange G10 Griffschale gemacht. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht über Orange, da gebe ich da oben den Link. Und Orange finde ich insgesamt als Survival-Messer sehr interessant. Warum? Weil ich verliere andauernd was, beschreibe ich auch in dem Video. Und ich steige jetzt nach und nach auf Orange um, weil es mir einfach zu blöd ist. Schau, ich verstecke mich ja nicht. Ja? Ich will ja meine Ausrüstung bei mir behalten. Und ich habe jetzt zum Beispiel dieses Brother-Messer hier. Dieser im Endeffekt ein böser, billiger Nachbau von einem Spyderco Paramilitary. Aber Orange, ja, ich gehe immer mehr auf diese Farbe, aber das muss eh jeder für sich selbst entscheiden. Und das hat auch der Jörg gemacht, auch er hat auf Orange gesetzt, aber mit diesem G10 Griffschal ist es nicht ganz so wie hier, so richtig so, das ist wohl Orange, sondern nur ein wenig. Vielleicht gefällt dir das, ich finde es auf jeden Fall ansprechend. Und was er auch gemacht hat, ist, dass er im Griffstück hier in der Mitte eine, hast du gesehen, das ist ein bisschen bauchig. Und ich kenne viele Leute, die auf das voll stehen. Weil, und das muss man zugeben, das Messer dadurch, du hast einfach mehr in der Hand. Ich stehe auf schlanke Griffe. Einfach aus dem Grund, weil so richtig fette Teile, man einfach, wenn man viel arbeitet, das ist unangenehm. Aber es kann mitunter natürlich auch passieren, dass ein Messer, und ich schnitze wirklich viel, das schlank ist, das muss man dann wieder zu fest nehmen. Und das ist irgendwie so, du hast wie wenn du einen kleinen Ball in der Hand hast. Ich finde das angenehm, ich werde das natürlich jetzt testen. Ich habe schon einige Messer so gehabt, aber nicht so ausgeprägt, und da bin ich schon gespannt. Dann auch hier hinten, ja, die Möglichkeit, das Messer hier hinten zu nehmen, um zu hacken. Ich habe aber trotz alledem das Band, dass man nicht aus der Hand fällt. Ja. Das wird einiges an Zug haben. Der Kohlenstoffstahl sozusagen, also Kohlenstoffstahl, da wird man jetzt sicher wieder irgendwie einen Kommentar schreiben, es gibt keinen Kohlenstoffstahl. Du weißt schon, was ich meine. Also es ist wirklich verdammt scharf. Ja? Es ist wirklich verdammt scharf. Ich habe jetzt noch nichts nachgeschärft, es ist wirklich scharf. Und da können sich so manche Messerhersteller eine Scheibe abschneiden mit ihren stumpfen Messer, dann wahrscheinlich nicht, die das im Auslieferungszustand haben. Und da mag ich auch etwas dazu sagen. Ich kriege immer wieder Kommentare, die mir so in die Richtung, so nach dem Motto, Reini, warum? Das kann ich ja eh nachschärfen. Natürlich kann ich das, also ich und vielleicht auch du. Nur wenn ich ein Messer kaufe, das nur 10 Euro kostet oder so billig ist wie das hier, aber selbst das ist scharf eigentlich, ja, dieses Billigsdorfer Kinderteil. Aber wenn ich ein Messer zum Beispiel kaufe um 120 Euro, ja, von einer namhaften deutschen Firma, und das ist stumpf, das ist richtig stumpf, dann bin ich einfach angefressen, wie man in Österreich sagt. Natürlich, ich könnte es nachschärfen, aber warum können die verdammt nochmal ab Werk das nicht schaffen? Wo das so Billigteile können? Deswegen, das ist mein Hintergrund, um das auch zu erklären, und das ist hier gegeben. Er hat hier auch ich interpretiere das so, also der Jörg hat das in seinem Messer, ist in dem Brief nicht geschrieben, ich interpretiere das. Er hat hier eine Schleifkerbe gemacht, dass man da wirklich schön komplett von oben bis unten durchschleifen kann. Was mir nicht gefällt, das muss ich gleich dazu sagen, das ist das hier. Das ist ja keine echte Säge, sägt ja nicht. Ja? Und mag sein, optisch macht es was her, pipi fein. Aber ich mag diese Teile nicht. Ich mag es lieber, wenn hier ein glatter Klingenrücken ist, der scharf ist, damit man den Feuerstahl bedienen kann. Wir machen das dann übrigens auch, also ich mache da noch einen kleinen Test. Das wäre mir lieber gewesen, aber ist ganz einfach so. Und dann ist da ein Loch. Ein Guckloch. Und da haben wir gedacht, der wird sich was dabei gedacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich dabei gedacht hat, ich interpretiere das, dass man hier jetzt noch einmal, ich mache das jetzt extra nicht auf, aber ist egal, dass man hier das Band durchzieht und anknüpft.
Ja? Oder besser gesagt von der anderen Seite, entschuldige, ja, entschuldige. Die Kameraführung, und ich hätte das jetzt vielleicht ein bisschen besser timen können, aber ich bin halt nicht Hollywood, ich bin da rein, es ist so. Nein, du bindest das hier wirklich gescheit an, ich habe das jetzt nicht gescheit gemacht, und du kannst dann hier reinfahren, nicht reinfahren, also nicht die Pflanze, den Korbblütengewächs, den giftigen reinfahren, sondern kannst hier jetzt dann reinfahren und hast das Messer schön in der Hand, es kann nicht mehr runterfallen, speziell wenn du es anständig verknotest, ja, und auch beim Arbeiten, das ist besonders dann interessant, wenn ich etwas Längeres habe, ja, wo ich jetzt machetenmäßig hacke, aber ich finde, das ist gut und das Loch stört nicht. Da wird jetzt der eine oder die andere sagen, ja, aber da schwächt man hier die Klinge. Na, also nein, schau dir mal dieses fette Teil hier an, ja, schau dir mal die fette Klinge an. Ja. Das ist ja keine richtige Ausnehmung, also du schwächst hier an Schaß mit Quasteln, wie man in Österreich sagt. Full Tang, ja, ich habe jetzt die G10 Schalen jetzt nicht runtergenommen, aber ich gehe davon aus, dass das ein Stück Stahl ist und dass er nicht gefaked hat oder irgendwas. Es kann sein, ich weiß es nicht, ob er hier irgendwelche Ausnehmungen gemacht hat. Was hier gegeben ist, es sind so Löcher drinnen mit Nieten dazwischen. Also, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ob er da dazwischen noch einmal Ausnehmungen gemacht hat, aber von der Balance her finde ich es sehr ansprechend. Ich finde es wirklich gut. Der Schliff, also es ist insgesamt ein sehr breites Messer, wie du siehst, wirklich sehr, 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 sehr breit. Und das mag ich eigentlich normalerweise nicht allzu gerne. Ist so, ja? Ist das, da schau mal, da hat er was. Er hat insgesamt die ganze Klinge hier, er hat mir geschrieben, er hat das mit Kieselsteinen irgendwie so abgealtert sozusagen. Und hier, ich weiß nicht, das muss irgendwas bedeuten. Auf jeden Fall ist das vielleicht sein Logo. Jörg, ich finde das voll cool. Herzlichen Dank dafür. Aber es ist irgendwie so dann, hier unten, wenn ich dann reinschaue, wird es dann ein Hohlschliff. Ja? Relativ hoch und dann wird es zu einem Hohlschliff. Ja? Und dann noch einmal eine sekundäre Phase drauf. Das heißt, ihr habt den Hohlschliff und dann noch einmal, die Kamera, meine neue Kamera, die tut nicht so schnell scharf schalten, wie sie soll. Aber hier habe ich den Hohlschliff und dann hier noch einmal eine sekundäre Phase drauf. Die Klinge fällt hier ab, das heißt, es ist auch, man kann sie auch gut nehmen, um jetzt zum Beispiel hier zu arbeiten. Finde ich alles gut. Und das ist natürlich bei einer breiten Klinge, also einer, ja, die so eine Höhe hat, natürlich viel einfacher möglich. Weil ich sie einfach besser backen kann, ist super gemacht. Ist wirklich super gemacht. Was mir bei diesen, und da komme ich jetzt gleich dazu, bei diesen breiten oder hohen Klingen nicht so taugt, ist, dass die Kontrolllinie relativ, also der Schliff relativ weit vorne liegt. Also der liegt nicht hier hinten, ja, wie ich das gerne habe, sondern hier vorne. Dadurch brauche ich, so wie ich arbeite, ein bisschen mehr Kraft. Ist ganz einfach so. Aber jetzt nicht so, dass ich unglücklich damit wäre. Der Powercut werden wir dann auch gleich sehen, das geht alles gut. Und der Punkt ist, ich kann es trotzdem gut greifen. Ich fahre hier schön her mit der Hand und kann es festnehmen und kann damit gut arbeiten. Das werde ich dann jetzt nachher auch alles gleich testen. Also jetzt einmal so einfach vom wie heißt das, wie sagt man auf YouTube, Pass-Around? Nein, oder weiß ich nicht, oder irgendwas, ich habe keine Ahnung. Also jetzt vom ersten Anschauen finde ich das Konzept wirklich gelungen. Jörg, ich hoffe, du siehst dieses Video. Finde ich gelungen, wenn ich sudern darf. Das mag ich nicht, aber ist ja wurscht. Und aus einem geschenkten Messer schaut man nicht auf den Klingenrücken. Und finde ich einmal gut, aber jetzt halte ich die Klappe, aber eins noch, nein, ich darf nicht die Klappe halten. Die Scheide, hat er mal geschrieben, der Jörg, die ist nicht von ihm, die hat er zugekauft sozusagen mit diesem Dangler hier, finde das sehr, sehr nett und ich werde das Messer auch gleich morgen bei einem Kinder-Survival-Training, einem Survival-Camp, zweitägigen Camp, das wir haben, mitnehmen. Übrigens, wenn dich das Survival-Trainings, die ich mache, auch interessiert und was wir so bei den Kindercamps machen, gebe ich da unten den Link auf meine Homepage in meinen Blog, den du auch einmal besuchen kannst, weil da schreibe ich immer wieder mal Dinge, die ich nicht auf YouTube zeige, also schau da mal vorbei und da werde ich das mitnehmen und dann einmal ausgiebig testen. Aber jetzt halt ich's mal und schnitz mal und arbeite mal damit. Naja, dann arbeiten wir gleich einmal ein bisschen. Und zwar, ich nehme jetzt gleich einmal diesen Haselstock hierher und ich brauche ohnehin ein Projekt für den Survival-Nahrungs-Online-Kurs, den ich habe. Da baue ich nämlich, da gibt es halt einen eigenen Spezialteil, wo ich Fallen herzeige und dafür muss ich ohnehin etwas bauen. Und das mache ich gleich mit dem Messer. Und wenn du da jetzt schaust, übrigens den Link zu dem Online-Kurs gebe ich da unten. Egal. Aber schau mal, wenn ich da jetzt schaue, also es geht wirklich gut. Also das ist wirklich wie ein Hobel. Ja. Ganz, ganz fein. Wirklich sehr, sehr schön. Aber ich muss doch einiges an Kraft aufwenden. Das ist jetzt kein Sudern, überhaupt nicht. Das ist jetzt kein, kein,
sudern, wie man so schon sagt in Österreich, sondern raunzen auf hohem Niveau. Aber es ist halt schon so, ich merke schon, ja, und es ist halt recht breit, dadurch ein Allrounder, ein wirklicher Allrounder, mit dem man vieles tun kann. Aber er braucht halt ein bisschen mehr Kraft im Vergleich zu anderen. Aber ist ja kein Problem, ist ja kein Problem. Dafür wird er dann andere Vorteile mit sich bringen. Gut, also das geht einmal ganz gut, das geht wirklich ganz gut. Und jetzt will ich einmal ein paar Federsticks, oder jetzt will ich einmal Federn, Locken machen. Das geht eigentlich auch ganz gut. Das ist ja Buchenholz, ich mache das sehr gerne mit Buchenholz übrigens, weil es mir dann zeigt, ob das Messer wirklich scharf ist und ob das wirklich gut funktioniert. Wenn ich das jetzt mit einem weichen Holz mache, wie Pappel oder einer Weide oder einer Linde, dann macht das ganz einfach, dann ist das natürlich viel einfacher, ist klar. Dann gehen auch die Locken viel schöner runter, als sie das beim Buchenholz machen. Aber dadurch habe ich auch viel weniger Aussagekraft über zumindest sehe ich das so, über das Messer und über die Möglichkeit hier zu arbeiten, aber ich bin da sehr zufrieden. Also da muss ich wirklich sagen, Jörg, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht mit diesem Anschliff. Das geht wirklich, wirklich top. Ja? Und auch die Locken lassen sich da schön runterarbeiten, wie du siehst. Also das ist wirklich sehr, sehr fein. Gut, legen wir das einmal ein bisschen auf die Seite. Aber ich merke jetzt schon, wie gesagt, dass ich dafür einfach viel Kraft brauche. Aber so ist die Welt. So ist die Welt, ich will dazu dann. Gut, dann nehme ich natürlich jetzt den letzten Feuerstahl meines Lebens. Da kriegst du auch den Link unten in meinen Shop, ganz klar. Und da sehe ich jetzt schon, das spielt da nicht. Also das ist die Feuerstahlbedienung. Das geht jetzt leider nicht. Das ist blöd. Jetzt ist das zum Beispiel auch bei namhaften Firmen wie Easy so, die dann sagen, unser Messer halt das aus, wenn man das über die Klinge macht. Und natürlich hält es das auch aus, da bin ich mir sicher. Und auch dieses Messer hier wird das aushalten. Aber ich hasse das einfach, ich mache das jetzt nicht. Das heißt, die kann ich jetzt leider nicht anzünden. Das ist ein Kritikpunkt, aber eine liebe Kritik, ja? Ja, so ist das ganz einfach. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen was batonieren. Ja? Das heißt, ich habe jetzt hier eine Birke. Ja, ich habe jetzt hier eine Birke. Und blöde ist, dass du mich da jetzt nicht sehen kannst. Das heißt, ich muss die Kamera ein bisschen umstellen. Oh, Kameraführung ist nicht Hollywood-reif. Ich gebe es zu, aber ist auch nicht mein Anspruch. So, setzen wir da mal schön auf. Ist hier runtergefallen. So, und jetzt spalten wir das einmal durch. Ich habe extra etwas schön Langes genommen. Ja, und da kommt natürlich jetzt die Stärke des Messers. Ja, das ist egal. Also, ja, da spielt es natürlich die Klingenbreite aus und das geht wirklich super. Also das macht wirklich Spaß. Das muss ich sagen, das macht wirklich Spaß. Und wenn ich da jetzt noch einmal hergehe und jetzt, ich weiß, ich stehe auf Locken machen. Jetzt kannst du sagen, Rainer, du bist ein Lockinator. Ja, das stimmt. Ich stehe einfach da drauf. Das ist für mich eine ganz wichtige Technik, dass man das drauf hat. Ja, bei meinen Survival Trainings zeige ich das immer wieder her und erst gestern haben wir ein Survival Training gehabt, also übers letzte Wochenende, Samstag, Sonntag, und da war es so, dass es massiv geregnet hat, 31 Liter an dem einen Tag und dann noch einmal 25 am anderen, und da war es schwer Feuer zu machen. Und da habe ich natürlich Kindspan herzeigt und so weiter. Das ist eh alles gut, lieb und nett. Aber das allein macht dann auch oft nicht den Unterschied. Sondern das Geheimnis liegt darin, wenn ich Feathersticks machen kann, wo manche ja die Nase rümpfen drüber und sagen, das ist eine Bushcraft-Technik, das hat nichts mit Survival zu tun. Ja, eh. Sage ich, das ist eine universelle Technik, mit der ich trockenes Kernholz aufbereiten kann. Und damit, wenn ich auch Kindspan habe, ja, gleich einmal weiteres Holz. Was glaubst du, wie oft? Die haben mit Kindspan gearbeitet und trotz alledem ist das Feuer ausgegangen, weil sie nichts vernünftig Trockenes finden haben können. Und als ich ihnen dann diese Technik hier jetzt gezeigt habe und wir das auch geübt haben und auch gut hinbekommen haben, ja, ist es deutlich besser gegangen. Und dann haben sie solche Teile hier nachgelegt und dann hat das gut funktioniert. Da ist eine Universaltechnik. Und wenn du von meinen Erfahrungen und von meinem Survival-Wissen auch profitieren willst, dann mach entweder bei einem anderen Online-Kurs mit, habe ich da hier unten gegeben, Nahrung oder Orientierung, oder schau beim Survival-Mentor, bei diesem Survival-Coaching rein, wo ich dich
über online natürlich persönlich betreue und dir dabei helfe, deine Survival-Fähigkeiten noch einmal auf ein anderes Level zu bringen. Ganz, ganz viele Sachen gibt es da, aber schau dir das ganz einfach an. So, wie auch immer. Aber das geht gut. Also das macht wirklich Spaß. Muss ich wirklich sagen, das macht Spaß und das ist auch absolut klar. So, und jetzt kommt der Nachteil von dieser ganzen Geschichte. Wenn ich da jetzt, was sicher jetzt auch gut geht, wenn ich jetzt daher gehe und die Rinde abmache, so, also da habe ich ein bisschen mehr als nur die Rinde abgemacht. Ja, macht ja nichts. So, auch das, es steckt gut, es ist wirklich fein. Wenn ich da jetzt hergehe, jetzt muss ich das Ganze da mal ein bisschen weggeben, wenn ich da jetzt hergehe und die Birkenrinde abarbeiten will, dann kann ich das Messer schön nehmen. Das geht alles sehr, sehr gut. Ja. Ja, die Birkenrinde ist da nicht optimal. Und das hier auffasere und einen schönen feinen Staub mache, dann muss ich mit der Klinge anreißen. Und das mag ich nicht. Upsi. Das mag ich nicht. Also das ist der einzige wirkliche Minuspunkt bei dem Messer. Aber sonst ist cool. Ja, das war jetzt dieser kurze Messertest und ich mag Danke sagen, lieber Jörg. Danke für dieses wirklich tolle Geschenk und dafür, dass das dein zweites Messer ist. Ich muss sagen, wow. Wirklich Hut ab. Und dass du das hobbymäßig magst, finde ich einfach super. Ich mag mich herzlich bei dir bedanken und verzeih mir meinen kleinen Kritikpunkt wegen dem hier hinten, aber so ist es. Aber sonst finde ich das einfach genial und es wird einen würdigen Platz bei mir in der Sammlung haben. Das verspreche ich dir. Ja, ich habe eh schon viel erzählt. Links zu all den Dingen, die ich besprochen habe, die gibt es hier unten. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, was du von diesem Messer hältst, was dich stört oder was du genial findest. Und wenn du mir dein Messer schicken willst, damit ich es auch hier in dem YouTube-Kanal hier vorstelle und ein bisschen was darüber erzähle, wenn du einen Prototyp zum Beispiel hast, den du rausbringen willst oder irgendein anderes Messer, dann findest du auch unten hier die Informationen, wie du mir das leihen kannst, wie du mir das zuschicken kannst. Ich sage danke fürs Dabeisein, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Glocke drücken, nicht vergessen. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.